Evonik News, die Nachrichten der Woche mit Sascha Görg. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Hi Nadine, schön, dass du wieder an Bord bist. Hi Sascha, ich freue mich auch. Aber wir sprechen heute über ein ziemlich ernstes Thema, oder? Ja, genau. Es geht um unsere Wirtschaftszahlen im zweiten Quartal. Die sind alles andere als gut. Unser Gewinn ist nämlich deutlich gesunken. Wir haben dieses sogenannte bereinigte EBITDA von lediglich 450 Millionen Euro erzielt. Das sind 38% weniger als vor einem Jahr. Das heißt, die Lage ist also wirklich ernst. Und unser Vorstand war da auch sehr, sehr klar mit seiner Botschaft. Wir halten jetzt das Geld zusammen, um finanziell handlungsfähig zu bleiben. Und wir müssen weiter sparen, damit wir unser Kostensparziel am Ende des Jahres von 250 Millionen Euro auch tatsächlich erreichen. Ja, in so einer Situation ist es natürlich umso wichtiger, im Austausch zu bleiben. Und genau das tun wir auch beim zweiten Dialog mit dem Vorstand. Der findet statt am 23. August von 16 bis 17 Uhr. Und diesmal ist Harald Schwager, unser stellvertretender Vorstandsvorsitzender, zu Gast. Das Ganze wird auf Englisch durchgeführt. Und Fragen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder vorab per Mail stellen an dialog@evonik.com oder direkt beim Event im Chat. Apropos Dialog, was tut jedem Austausch gut? Ein Lächeln, am besten ein schönes. Klar, und idealerweise dann auch mit strahlend weißen Zähnen. Apropos, wusstest du eigentlich, Sascha, dass fast jeder fünfte Erwachsene in Deutschland entweder eine Teil- oder eine Totalprothese trägt? Ja, das weiß ich, weil ich auch zu dieser Gruppe zähle. Ich hatte leider vor vielen Jahren mal einen Unfall und da bin ich ja, wie soll man sagen, buchstäblich auf den Mund gefallen. Und seitdem habe auch ich ein paar künstliche Zähne. Und wichtig ist bei denen halt, dass die wirklich gut passen, dass die natürlich entsprechend aussehen und vor allem, dass sie nicht wehtun. Also bei mir ist das soweit alles okay, aber die etablierten Techniken, die heute noch verwendet werden, die sind nicht immer so komfortabel und zeigen, was das Material betrifft, auch ziemliche Schwachstellen auf. Und ich nehme mal an, da kommt Evonik ins Spiel. So ist es, ja genau. Also es geht mittlerweile darum, Zahnersatz metallfrei herzustellen, auf Kunststoffbasis. Da handelt es sich um Hochleistungspolymere, die ziemlich komplexe Namen haben. Achtung, Polyetheretherketon, heißt kurz PEEK. Und wir als Evonik gehören mit Vesta Keep PEEK zu den Innovationsvorreitern in diesem Bereich. Und was ist der Vorteil? Naja, also dieses Vesta Keep PEEK kann als Ersatz für Metall verwendet werden. Und das ist besonders hilfreich dann, wenn man zum Beispiel gegen Titan allergisch ist. Und es hat sehr gute Materialeigenschaften. Der Zahnersatz wird einfach viel besser im Aussehen, in der Funktion und es gibt weniger Komplikationen. Am vergangenen Samstag war bei uns Super Samstag. Ab 6 Uhr für 24 Stunden. Klingt wie eine super Schnäppchenaktion, ist es aber nicht. An einem Super-Samstag werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Und zwar an unseren IT-Systemen. Das ist so wie bei den Produktionsanlagen. Die müssen ja auch schließlich regelmäßig gewartet werden. Denn nur so können wir ja auch fest- und sicherstellen, dass sie auf dem neuesten Stand der Technik bleiben, möglichst störungsfrei funktionieren. Aber wie läuft denn so ein Super-Samstag eigentlich konkret ab? Das habe ich Klaus Michels gefragt. Der leitet in unserer IT die Bereiche Cloud Operations und Control Center. An diesem Super-Samstag haben wir bei einigen Festplatten die Betriebssysteme erneuert und außerdem haben wir defekte Netzwerkkomponenten ausgetauscht, die die Daten zwischen den Servern und den Festplatten vermitteln. Um das sicher vornehmen zu können, müssen wir zunächst die Anwendungen auf den betroffenen Systemen stoppen. Dann können wir die Komponenten tauschen und die notwendigen Arbeiten ausführen. So, und wenn wir das geschafft haben, dann testen wir erst die getauschten Komponenten auf Funktion und dann starten wir die Anwendung wieder. Testen Sie nochmal und geben Sie dann zum Nutzen frei. Blicken wir zum Schluss an unsere Standorte. Dort haben insgesamt 145 Auszubildende ihre Abschlussprüfungen vor der Industrie- und Handelskammer bestanden. Herzlichen Glückwunsch und danke an dich, Nadine. Danke dir auch, Sascha. Ciao. Bis zum nächsten Mittwoch. Wir hören uns. Und jetzt die Azubis.
Wir waren der Jahrgang 2020, das heißt, wir waren auch der Corona-Jahrgang. Es war anders, es war sehr ereignisreich. Aufregend, stressig. Interessant. Und bei Fragen standen unsere Ausbilder immer zur Verfügung. Ich habe mein Bestes gegeben, so wie es ging, und bin sehr froh, wofür es gereicht hat. Rückblickend war es eine sehr schöne Zeit. Das Beste in der Ausbildung fand ich, dass man als Team super zusammengearbeitet hat. Ich bin auf jeden Fall stolz auf das Erreichte. Und gefeiert habe ich auch im Privaten mit Freunden und Familien. Wir haben es uns ein bisschen gut gehen lassen. Ziel jetzt erstmal ist es, einfach in meinem Betrieb erstmal das Beste zu geben. Evonik. Leading Beyond Chemistry.